In der Folge geht es eigentlich um die Feldbearbeitung. Ja, und was wir noch alles machen, das seht ihr gleich nach dem Intro. Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge im LS19 auf der Obergräbbach. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, wir sind mal ja in der letzten Folge beim Dreschen von den Sojabohnen stehen geblieben und da machen wir jetzt weiter. Ich habe in der Zwischenzeit schon den Kirovets mit dem Anhänger gebracht und ja, jetzt machen wir den Rest noch fertig und dann gehen wir zum nächsten Feld. Ich hoffe, euch hat die letzte Folge gefallen und ja, jetzt machen wir wieder wohl stehen gelassen. Machen wir da weiter. Sind die Leim ungefähr 2-3 Bahnen. So. Dann gehen wir aufs nächste Feld. So. Dann passt das so. Dann machen wir ein bisschen den Radio an und dann schauen wir weiter. So, dann sind wir jetzt so gleich mit der Bahn zu Ende und der Drescher ist auch zu 80% voll. Kurz Außenansicht und ja. Dann geht's da wieder runter und dann schauen wir mal weiter. Ah, machen wir lieber auf sein Radio. Ist nicht mehr Geschmuck, während wir arbeiten. So, ja, dann haben wir wieder einiges an Arbeit auf uns zu tun, aber das werden wir schon irgendwie geschafft kriegen. So, die Bahn ist jetzt auch fertig, dann noch ein bisschen da die stehen gelassenen Sachen mitnehmen, ist alles Ernte, was man da lässt. Und ja, ah, das schaut schön aus da hinten. Oh, jetzt sind wir da stehen bleiben, jetzt switchen wir in den Kirovets, starten wir den, holen wir den Anhänger, tanken das einmal ab zum ersten Mal. Ach, der Sound wieder. Ah, irgendwie ist da die Textur verschwommen. So, dann machen wir da stoppen, dumm Außenansicht rausfahren und dann holen wir da mal wieder. So, dann lassen wir das einmal abtanken. Schauen wir einmal, was das Feld als nächstes benötigt vom Feldzustand her. Ja, das müssen wir dann düngen und so weiter. Und ja. Ah ja, da ist wieder Arbeit. So, ich hoffe, der Uploadplan habt's schon mitgekriegt, was ich hab. Also Montag, Mittwoch,
Freitag und Sonntag kommt ein Video und ja, ich hoffe, die Upload-Zeiten um 7 Uhr passen zu. Sonst schreibt gerne mal eure Vorschläge in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Und vielen, vielen lieben Dank für euren Support, also ich spreche von Daumen nach oben und ja, das feiere ich einfach. Danke vielmals, weil ohne euch war ich einfach nichts. Das muss ich einmal an der Stelle erwähnen. Und ja. So, jetzt noch ein paar Bohnen fertig machen. Und die restlichen, was wir stehen gelassen haben. Und dann können wir eigentlich aufs Haferfeld wechseln. Aber das lasse ich Körsblei machen, dabei können wir die Schalk bearbeiten. So, dann noch einmal runter. So, mal wieder fast 1000 Liter. Oder mehr sogar. Ja, dann schauen wir mal. Dann gehen wir eigentlich schon aufs nächste Feld dann, zum Hafer. Schreibt mal in die Kommentare, auf was wir als nächstes gehen sollen. Ob wir noch ein paar Schweine holen oder ob wir andere Tiere holen oder ob wir ein neues Feld dann holen, wenn wir genug Geld haben. So, jetzt noch das da mitnehmen. Und dann passt's. So. Dann das noch. Oh, zack. Und das unten noch. Und abdanken. Dann kann ich da bei der Curseplay dort schon einstellen, damit das die Arbeit macht. Und dann passt das eigentlich. So. So. Haben wir eigentlich den schon holen? Den können wir eigentlich da abstellen. So, dann lassen wir den so stehen. Dann kuppeln wir hinten noch das Dreieck ab. Und kuppeln das vorne an. So. Jetzt müssen wir es einmal düngen. Ein Kolk wahrscheinlich. Ah, Kolk nicht. Aber Kolk, düngen. Wow. Haben wir noch irgendwo links? Oder wartet, ich stelle den zuerst einmal um. F
Och. Zwar Vorgewende. Abfahrt einstellen, F. Falscher Knopf wieder. F. Och. Echt. Zack. Ja, dann tust du die melden, wenn du fertig bist. Passt. Dann können wir uns eigentlich um das andere Zeugs kümmern. So, warte jetzt einmal. Mal schauen kurz. Wo setzen wir denn als nächstes an? Wieder Hafer, würde ich sagen. Fahren wir mal mit den Hafen und dann schauen wir mal weiter. Wie schaut es eigentlich bei den Tieren aus? Oh, 99%. Denen geht's gut. So. Ihnen bitte Ansicht wieder. Müssen wir den davon wegfahren? Und dann schauen wir einmal weiter, wie es ausschaut. So, dann gibt man das einmal ab da. So. Ist das Synchrofehler oder? Ah ja. Warum hängt er eigentlich so weit da hinten? Ah ja. So, dann schauen wir einmal weiter. Das können wir eigentlich wieder aus Feld stellen mit dem Anhänger. Würde ich sagen, machen wir das einmal schnell. Weil wenn der Drescher voll ist, muss er da sein. Na, habe ich wieder auf Abkuppeln gedruckt. So dann. Dann geht's da wieder auf und dann davor bis zum Drescher und lassen wir dort stehen und dann schauen wir weiter. So, dann sind wir auch schon da. Und dann passt das so.
So, jetzt müssen wir mal schauen einmal. Aber wie es weitergeht, das sehen wir ja in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst es gerne ein Like da. Und falls ihr noch nicht Abonnent dieses Kanals seid, dann abonniert ihn gerne. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.